Immer wieder bekomme ich E-Mails von Kunden und Leuten aus der Community, die mich fragen, wie ich mein 3D-Druckfilament trockne. Wenn du wissen möchtest, wie ich das mache, dann bleib dran. Grüß dich wohl, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Mengi von Makorama.de und heute schauen wir uns mal an, wie du deine 3D-Druckfilamente trocknen kannst. Bevor wir jedoch damit beginnen, habe ich noch eine Bitte. 28% meiner Zuschauer haben den Kanal bereits abonniert. Solltest du dies noch nicht getan haben, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Kanal kostenlos abonnierst und somit der Makorama-Family beitrittst. Danke dafür schon mal im Voraus. Des Weiteren habt ihr noch die Möglichkeit, unseren Playclue zu unterstützen. Mit diesem kannst du PLA, ABS und ASA-Filamente kinderleicht kleben. Es würde mir sehr viel bedeuten, wenn du das Projekt unterstützt. Den Link zur Kickstarter-Kampagne findest du unten in der Videobeschreibung. Und nun genug der schamlosen Eigenwerbung, los geht's! Es gibt viele Arten, sein Filament zu trocknen. Bevor wir uns diese jedoch anschauen, klären wir erst einmal, warum man sein Filament trocknen sollte. Kunststoffe wie PLA, PET oder ABS nehmen bis zu einem gewissen Grad unterschiedlich viel Wasser auf. Wie wir alle wissen, wechselt Wasser ab einer Temperatur von 100 Grad in einen gasförmigen Zustand. Da selbst PLA bereits ab 190 Grad gedruckt werden kann, verdampft das Wasser, welches sich im Filament abgelagert hat, im Hotend sehr leicht. Dadurch entstehen im Filament Blasen, welche wiederum ein unschönes Druckbild ergeben. Beim Drucken kann man oftmals beobachten, wie kleine Luftblasen platzen und ein wenig Dampf aufsteigt. Dies hört sich an wie ein leichtes Knistern. Um dies zu vermeiden, kann man sein 3D-Druckfilament vor dem Gebrauch trocknen. Gerade bei PET, Nylon oder anderen flexiblen Materialien ist es für den Endanwender ratsam, das Filament zu trocknen, sollten die zuvor genannten Probleme auftauchen. Hierfür gibt es verschiedene Methoden, welche wir uns jetzt anschauen werden. Das erste, was einem zu diesem Thema in den Sinn kommt, ist den eigenen Backofen zu nutzen. Man kann einfach die komplette Rolle Filament in den Backofen legen und mit einer großen Temperaturrange alle Filamente trocknen. Gerade bei Materialien wie PEEK, welche eine hohe Temperatur benötigen, ist das durchaus nachvollziehbar. Je nach Backofen ist die Zieltemperatur sogar schneller erreicht als bei anderen Möglichkeiten. Wer mehrere Rollen auf einmal trocknen möchte, kann dies ebenso mit dieser Methode tun. Es gibt aber auch Nachteile, wenn du mit dem Backofen dein Filament trocknen möchtest. Einer wäre, dass ich in diesem Ofen nichts mehr backen wollen würde. Je nach Kunststoff können beim Trocknen die Weichmacher mit ausdampfen. Diese können bereits in der Luft gesundheitsschädlich sein und sowas möchte ich auf gar keinen Fall mehr in meiner Nahrung haben. Man sollte sich zum Trocknen seiner Materialien, zumindest der Gesundheit zuliebe, einen eigenen Backofen zulegen. Es gibt diese bereits in einer kleineren Ausführung, welche man an eine normale Haushaltssteckdose stecken kann, für relativ kleines Geld. Diese lassen sich nach Gebrauch einfacher verstauen und die günstigen Varianten bekommt man bereits unter 100 Euro. Ein paar Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. In meinem Video über den Vergleich der Sunlo Federdryer Box mit der eSun eBox habe ich bereits den Energieverbrauch und die Temperaturen beider Geräte miteinander verglichen. Den Link zum Video findest du hier oben in der Ecke. In beiden Boxen kann man sein Filament bis zu einem gewissen Grad sehr gut trocknen. Der erste Vorteil ist aber auch zugleich ein Nachteil, denn man kann in solch einer Box genau eine Rolle Filament gleichzeitig trocknen. Der Formfaktor ist dabei sehr angenehm. Man kann so eine Box einfach direkt neben seinen Drucker stellen und sie braucht dabei kaum mehr Platz als eine 1 Kilo Rolle Filament. Damit kommen wir gleich zum nächsten Vorteil. Es ist möglich, direkt aus dieser Box heraus zu drucken. Man braucht also keinen Filamenthalter mehr, denn dieser ist bereits direkt in der Box mit integriert. Mit einer passenden Kupplung am Extruder kann man das Filament in einem geschlossenen Kreislauf getrocknet direkt zum Hotend zuführen. Somit sollte bei einem ordnungsgemäß getrockneten Filament kein Problem mehr wegen Wasser im Material auftreten.
Der nächste Vorteil ist, dass der Stromverbrauch bei dieser Variante deutlich geringer ist als bei einem herkömmlichen Backofen. Es ist jedoch von Nachteil, wenn man mehr als eine Rolle gleichzeitig trocknen möchte. Hierfür braucht man natürlich logischerweise mehr als nur eine Box. Auch kann je nach Modell durch einen verbauten Lüfter der Geräuschpegel beim Drucken natürlich steigen. Preislich liegen die Boxen zwischen 50 und 90 Euro. Die nächste Variante, die wir uns anschauen, ist allerdings noch viel günstiger. Viele von euch kennen diese Methode bestimmt schon. Mit solch einem Dörrautomat kann man nicht nur Obst, sondern logischerweise auch 3D-Druckfilamente trocknen. Der Vorteil gegenüber einer dedizierten Trockenbox oder einem herkömmlichen Backofen ist natürlich der Preis. Dieser kann je nach Modell deutlich unter solch einer Trockenbox liegen. Auch ist es möglich, je nach Modell mehr als nur eine Rolle Filament gleichzeitig zu trocknen. In dieser speziellen Variante, die ich von meiner Mutter bekommen habe, lässt sich aber leider der Zwischenboden nicht entnehmen. Dadurch kann ich hiermit nur loses Filament ohne Spulen trocknen. Auf diese Weise konnte ich jedoch schon damals sehr kostengünstig Proben verschiedener Hersteller, wie zum Beispiel einen Nylon von Taulmann, trocknen. Es gibt jedoch Dörrautomaten mit entnehmbaren Zwischenböden. Darin lassen sich ganze Rollen unterbringen oder sogar mehrere. Einige Premium-Varianten haben sogar ein Display, mit dem man sehr angenehm die Temperatur oder aber auch die Trocknungszeit einstellen kann. Der Nachteil bei diesen Dörrautomaten ist, dass man ab Werk nicht daraus drucken kann. Man hat weder ein Loch, durch welches man das Filament von außen nach zum Drucker hinzuführen kann, noch kann man die Spule daran gut abwickeln. Hierfür benötigt man einen passenden Adapter, welcher den Widerstand beim Abwickeln reduziert. Eine kleine Auswahl an Geräten und Adaptern findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wer seine Filamente günstig bis kostenlos trocknen möchte, kann auf Silikabeutel zurückgreifen. Fast in jeder Box für ein neues Filament, welches man heutzutage kauft, bekommt man inzwischen einen solchen Beutel mit den kleinen Kugeln aus gehärtetem Silikatgel kostenlos dazu. Das Silikat entzieht dabei das Wasser aus der Umgebung und somit auch bis zu einem gewissen Grad aus dem Filament. Diese Beutel kann man zusammen mit mehreren Spulen in einer Kunststoffbox aufbewahren. Alternativ hierzu kann man sich diese Kugeln auch in größeren Mengen lose bestellen und sie in ein solches Netz hier packen. Dadurch werden sie deutlich besser handhabbar als in loser Form. Einzeln springen diese gerne wie ein Flummi durch die Gegend und sind einmal außer Kontrolle nur noch schwer wieder einzufangen. Ein Vorteil daran ist, dass man mit bloßem Auge sehen kann, wenn diese die Feuchtigkeit aus der Umgebung aufgesogen haben. Ist das nämlich der Fall, verfärben sie sich von orange zu grün. Jetzt kann man diesen Beutel aus der Kunststoffbox entnehmen und ihn in einen Dörrautomaten oder aber auch in einen Backofen zum Trocknen geben. Aber Achtung, hier gebe ich auch wieder den Rat, dies nicht mit einem Backofen zu tun, welchen ihr zur Zubereitung von Lebensmitteln benutzt. Es können sich auch hier gesundheitsschädliche Weichmacher oder ähnliches absetzen, welche so in eure Nahrung gelangen können. Daher nutze ich zum Beispiel diesen Dörrautomaten ausschließlich und explizit nur noch für Sachen hier im Studio. Was manch einer nicht weiß, ist, dass es ebenso möglich ist, die kleinen Silikabeutel auf die gleiche Art und Weise zu trocknen. Man sieht hier lediglich nicht, wenn diese sich grün verfärbt haben und somit keine Feuchtigkeit mehr aus der Umgebung aufnehmen können oder bereits ausreichend getrocknet sind und sich damit wieder orange verfärbt haben. Es macht auf jeden Fall Sinn, diese Beutel auf diese Weise einem Second Life Cycle zukommen zu lassen. Diese passive Methode ist recht einfach. Aber wie sieht es denn mit den zuvor genannten aktiven Methoden aus? Welche Temperaturen muss man hier einstellen und wie lange muss man seine Filamente denn trocknen? Je nach Material muss man dieses unterschiedlich lange bei unterschiedlichen Temperaturen trocknen. Ein PLA-Filament zum Beispiel kann man bereits ab 45 Grad bis zu 6 Stunden trocknen. Für gewöhnlich ist es aber bereits viel zu lange, da PLA generell nicht so viel Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnimmt. Meine PLA-Filamente habe ich meist jahrelang entweder in der Schublade oder offen herumliegen, ohne auch nur irgendein Problem damit zu haben. Es gibt jedoch Ausnahmen. Ich hatte günstige PLA-Filamente, welche beim Drucken deutlich geknistert haben. Diese waren aber bereits nach 30 bis 60 Minuten in solch einer Trockenbox durchaus druckbar. Ähnlich verhält es sich mit ABS und PETG. Bei einem Nylon oder PET hingegen ist es meiner Meinung nach anders. In einem Video zum ersten Feedback zur E-Box von Ethan konnte ich bei meinem PET-Filament nach einiger Zeit deutliche Unterschiede feststellen.
Inzwischen hat der Hersteller Änderungen in der Produktion vorgenommen, welche diesen Schritt überflüssig machen sollen. Das bedeutet jedoch keinesfalls, dass es bei PET-Filamenten, nicht PETG, überhaupt nicht dazu kommen kann. Getrocknet habe ich meine PET-Filamente bisher immer bei 50 bis 60 Grad für mindestens 30 Minuten. Alleine dadurch konnte ich das Stringing und kleinere Bläschen im Filament deutlich reduzieren. Das gleiche gilt für Nylon. Hier halte ich mich an die Empfehlungen der Hersteller von solchen Boxen mit mindestens 50 Grad oder drüber für mindestens eine Stunde, bevor ich den Druck starte. Bei Nylon- und Flexfilamenten ist es ebenfalls ratsam, diese für 3 bis 6 Stunden bei ca. 50 bis 60 Grad zu trocknen, um wirklich ein gutes Druckergebnis zu erhalten. Ich bin nur meist etwas ungeduldig. In der Videobeschreibung findet ihr daher ein paar Links zu den Beschreibungen der Hersteller solcher Boxen sowie eine Sammlung mit Zeit- und Temperaturangaben für die unterschiedlichen Materialtypen. In diesem Sinne hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr den Makorama-Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr der Makorama-Family beitretet und den Kanal kostenlos abonniert. In diesem Sinne sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, happy printing. Ciao.